unser heutiger Gast, der deutsche Nationalspieler Tobias Notter. Wir begrüßen dich recht herzlich im Studio. Wir wollen heute einen Einblick in die Sportart Beachtennis geben und dazu haben wir ihn dafür eingeladen, der uns da einen Einblick und Impressionen bringen kann über diese Sportart. Die wenigsten Leute kennen hier die Sportart Beachtennis, einfach auch, weil du kein Meer hier hast, du hast keinen Sand wie in anderen Ländern, auch die klimatischen Bedingungen. Tobias, was kann man sich vorstellen unter dieser Sportart? Sag mal was dazu. Ja, grundsätzlich kann man sagen, es ist auf jeden Fall erstmal eine Fun-Sportart, die jeder ausüben kann. Gespielt wird es auf einem ganz normalen 8x8 Meter großen Beachvolleyballfeld und das Netz ist halt einfach bei 1,70. Das heißt, auf jedem Beachvolleyballfeld kann man das theoretisch spielen. Und die Regeln? Wie erzähl mal das? Regeln sind ähnlich wie beim Tennis. Die Zählweise ist genau gleich beim Tennis. Nur der einzige Unterschied ist, dass man halt nur einen Aufschlag hat. Okay. Und Doppel- und Einzelturniere, wie ist es dort? Kann man das mit Tennis vergleichen? Ja, also der Fokus liegt viel mehr auf Doppel. Einzel gibt es wenig, also nur bei den ganz großen Turnieren, weil es hat sich einfach so eingebürgert. Okay. Turniere in der Region, wie sieht es hier aus? In Deutschland gibt es seit 2 Jahren so eine Turnierserie, die auch vom Deutschen Tennisbund organisiert wird. Inzwischen sind es, glaube ich, 7 bis 8 Turniere. Hier in der Region ist es dann einmal auf der Alp Bolardingen, Fellbach bei Stuttgart und die weiteren sind dann verteilt Richtung München oder halt Richtung Norden hoch und Mitteldeutschland. Okay, und Vereine in der Umgebung, wie sieht es denn hier aus mit Vereinen? Gibt es sowas? Ja, gibt es. Also im TC Kusserding kann man spielen und beim TC Markwarsen-Reutlingen. Das sind eigentlich so die einzigen Vereine, die hier in der Region aktuell Beachplätze auch zur Verfügung stellen. Kann man das nur in diese Vereine spielen oder? Nee, natürlich nicht. Also man kann es auf jeden Beachvolleyball in ganz Deutschland eigentlich spielen. Man muss das Netz auf 1,70 machen und los geht's. Okay. Wenn ein Neuling, ein Nichtwissender das anfangen will, wie kann er das machen? Wie kann er Kontakt aufnehmen zu dieser Sportart? Also am besten hier in der Region über die 2 Vereine, TC Kusserding und TC Markwarsen, die wissen dann Bescheid. Oder schaut einfach auf der DTB-Seite, da sind dann die ganzen Vereine aufgelistet und wenn es sich dann einfach an DTB hin, wird dann hoffentlich weitergeholfen. Super. Was braucht man denn alles zum Spielen? Ja, das ist das Gute, man braucht relativ wenig, man braucht theoretisch nur einen Ball und einen Schläger und dann geht es auch schon los und am besten hier, dann sieht man den Schläger und den Ball und am besten minimal 2 Personen, am besten 4 Personen und dann geht der Spaß los. Kann man diese Sportart für jedes Alter ausüben? Auf jeden Fall, also von klein an, da macht man das Netz ein bisschen runter, von bis ins hohe Alter. Vor allem auch in Italien spielen das sozusagen auch ältere Leute. Nach ihrem täglichen Arbeitstag gehen sie an den Strand und spielen. Und es ist auch sehr gelenkschonend, weil es im Sand ist. Also wie gesagt, für jedes Alter, von jung bis alt. Seit wann spielst du Beachtennis? Ja, angefangen habe ich dann 2009, aber so peu à peu, ganz unregelmäßig eigentlich gespielt. Und dann wurde es immer mehr, dann kamen auch immer mehr die Turniere und dann wurde es schon immer regelmäßiger. Was hast denn du da für ein Trikot dabei? Ja, also das ist mein aktuelles Nationaltrikot, bei dem ich 2012 bei der EM in San Marino gespielt habe und auch sonst zum Training oder etc. mal anhabe. Aber eigentlich ist das Nationaltrikot von unserer deutschen Nationalmannschaft. Okay. Wie viele Einsätze hast du denn? Gute Frage. So genau kann ich das gar nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall jetzt bei der EM 2012 in San Marino dabei. Sind leider relativ früh rausgeflogen gegen die Italiener, aber da konnten wir nichts machen. Dieses Jahr 2014 geht es zur EM nach Brighton und da werde ich auf jeden Fall dabei sein und eventuell auch in Cervia bei der WM 2014. Super. In Deutschland bist du die Nummer 3 im Einzel und die Nummer 9 im Mixed. Erklär mal bitte, wie du da hinkamst und den Unterschied dieser Ranglisten kurz. Nummer 3 bin ich im Doppel, da hat Enzo oder keiner was verwechselt. Okay. Aber macht nichts, ja. Für mich ist die deutsche Rangliste schon auch aussagekräftig, aber eher die internationale. Aber wie ich dazu gekommen bin, ich habe einfach regionale Turniere hier gespielt und dann gibt es einen Punkteschlüssel und dann immer mich weiter nach vorne gespielt. Und Doppel ist also meine
Präferenz liegt stark im Doppel und das Mix ist halt so quasi nebenher. Aber ja, Mix ist auch immer mit einer Dame und ja, Herren Doppel ist, glaube ich, klar. Okay. In der Weltrangliste bist du die Position 105. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, die geht bis 1307. Wie hast du das hingekriegt? Wie bist du da nach oben gekommen? Ja, war auch ein mühsamer Weg. Meine ersten 10 Weltranglistenpunkte habe ich, glaube ich, 2009 auch in Italien geholt. Und dann war ich halt erstmal auf der Weltrangliste drauf und so läuft es dann eben ab. Man spielt mehr Turniere, man schlägt auch mal Gesetzte, kommt selber weiter vor. Umso mehr Punkte man hat, umso besser kommt man in die Turniere, umso besser ist man gesetzt. Umso mehr Druck hat man auch persönlich, einfach weiterzukommen. Und so hat man sich dann nach und nach einfach nach oben gespielt. Und so kam es dann Gott sei Dank zustande.